Moinsen, ihr Lieben. Hallo. Und willkommen zum neuen Video. Ich wollte euch heute mal... Ich muss manchmal über meine eigene Bescheuertheit lachen. Sehr häufig sogar eigentlich. Ich wollte heute mal ein bisschen was über meine Diät sprechen und ein ganz kurzes Update geben. Wird ein ganz kurzes, knackiges Video. Mit zwei Clips noch aus dem Training. Meine Diät, ja, die ist am 21.10. gestartet und wir haben heute den 15.11. Also ich bin jetzt in der vierten Woche quasi. Nächste Woche ist der Monat rum und es läuft eigentlich ganz gut. Also ich bin bei 104 Kilo gestartet und bin jetzt diese Woche so im Schnitt bei 101,8. Also so ungefähr, wie gesagt, 2 Kilo in 4 Wochen. Ja, sprich ein halbes Kilo pro Woche ist eigentlich ein relativ guter Wert, denke ich. Und ich hatte ja schon angedeutet, dass es, ich weiß noch nicht, wie ich das Mikro halten soll, weil es ja kaputt gegangen ist, wo ich das genau hinhalten soll, ob es nicht zu laut ist, weil es hat sonst immer hier geklemmt. Ich klemme es jetzt hier quasi mit der Hand an. Und ich hatte ja schon angedeutet, dass das mit dem übrigens hier, ne? Himself, Juri Beuger himself. Dass es mit dem Peaking, Quatsch, mit der Kraft in der Diät ganz gut läuft und dass ich eigentlich immer noch ganz gut Kraft erhalten kann und ich sogar teilweise stärker werde, beziehungsweise ja, Gewichte bewege, die ich sonst bisher noch nicht so in der Diät oder allgemein überhaupt bisher generell mal bewegt habe. Insofern bin ich echt ziemlich happy. Ich habe leider nicht so richtig konstant Bilder machen können, weil ich irgendwie schon zweimal oder so an einem Sonntag nicht zu Hause war und ich will die Bilder halt, wenn, dann immer am gleichen Tag möglichst mit den gleichen Lichtverhältnissen machen. Das war bisher dann irgendwie schon ein, zweimal nicht möglich, beziehungsweise letzte Woche hat die Sonne so krass geschienen, dass da, wo ich die Bilder immer mache, so ein krasser Schatten entstanden ist, dass das halt einfach nicht gepasst hat. Ja, also kann man jetzt auf den Bildern noch nicht so viel erkennen. Taille habe ich aber gemessen. Und da habe ich auch schon, ich glaube, knapp 3 cm verloren oder so, wenn ich es dann richtig messe. Ich weiß nicht, ob es die Taille ist, aber ich messe zumindest mehr oder weniger immer am gleichen Punkt. Und da sind es auch schon, glaube ich, knapp 3 cm weniger. Also alles in allem läuft die Diät echt richtig gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich zeige euch jetzt erstmal die Beugen von dieser Woche. Die Kniebeugen im Topsatz für 3 und das Heben. Im Topsatz für 3. Das Heben war mal wieder richtig, richtig hässlich. Also ich habe bei den schweren Dreiern da echt noch richtig Schwierigkeiten, die nötige Spannung aufzubauen. Seht selbst. No frontin' allowed, I don't think you hear me clear. Ain't no frontin' over here. How many times I gotta say I'm the truth? Real deal, why these other rappers line the booth? I'm in the lab with a pen and a pad, writing my ass off. Sick with the flow, boy, I stay with a bad cop. Nah, it ain't contagious, more like outrageous. Got a catalog of rhymes, you could turn the pages. Never shine a light on me, cause I don't need it. Pictures in my crib of me everywhere, I'm so conceited. Nah, they just gifts from friends, fans, and family. And I still get respect from people that can't stand me. The proof is in the pudding, cream rise to the top. It takes more to have a city on lock than just rapping. Nut riding and jaw jacking is at an all-time high. Miss me, keep passing me by. Name dropping just to get you some props. That shit, it really needs to stop. This is where I think in the plot. It's no frontin' now, no frontin' allowed. I don't think you hear me clear. Ain't no frontin' over here. Ja, wie gesagt, also das Beugen, da bin ich echt momentan ziemlich happy. Das läuft echt gut. Und 150 für 3, ja, wie gesagt, noch nie bewegt. 147,5 war mein Opener auf dem Insanity. Und dann bin ich echt mega happy. Also das ist echt richtig cool. Das kann gern so weitergehen. Ob es so weitergeht, werden wir sehen. Ich habe auch keinerlei großartige Beschwerden, was so die Diät betrifft. Irgendwie Hunger oder schlechte Laune oder so. Ich habe manchmal ein kleines Hüngerchen. Ja, dann trinke ich halt irgendwie einen halben Liter Wasser und dann ist gut. Und ich habe ein bisschen Beschwerden, was meine Ellbogen und mein linkes Knie betrifft. Aber die habe ich eigentlich immer. Beziehungsweise gerade wenn ja, die Intensität hoch ist, man dann noch ein Kaloriendefizit hat und ich auch noch so clever bin, dass ich schon seit Wochen kein Omega-3 nehme, weil ich zu faul bin, mir ein neues zu bestellen.
ist halt perfekt. Ja, das könnte man auch definitiv ein bisschen besser machen. Ich habe jetzt jeden Morgen so eine kleine Mobility-Routine für mich eingeführt. Mobility Schwachsinn! Die Aussage ist übrigens auch Schwachsinn. Also ich mache jetzt morgens immer so ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach Mobility, hoffentlich fühlen sich einige getriggert. Mobility, um den Verspannungen, die ich habe und den Schmerzen und Problemen, die ich habe, so ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, also ich merke das halt, ich bin jetzt schon bald 32, bin halt auch schon älter. Und gerade wenn ich morgens aufstehe, bin ich halt komplett eingerostet und da bewegt sich gar nichts. Und dann mache ich morgens, bevor ich mich an den Schreibtisch setze und mit der Arbeit beginne, mache ich halt so ein bisschen Bewegungsgedöns hier im Wohnzimmer. Und das tut mir gut. So, ich mache also diesen Sofa-Stretch. Also ich lege meinen Fuß, also den Spann von meinem Fuß lege ich aufs Sofa, das Knie entsprechend auf den Boden und dann gehe ich quasi so im Ausfallschritt mit dem anderen Fuß nach vorne und dann strecke ich einfach so. Ist das der Hüftbeuger? Ja, ich glaube schon. Und dann setze ich mich ein bisschen auf die Knie bzw. auf die Unterschenkel und lege dann quasi ab, sodass ich dann quasi so richtig cool meditativ sitze. Konnte ich früher übrigens nicht, also noch von einem Jahr oder so hätte ich es nicht gekonnt. Mittlerweile geht das ganz gut und auch relativ schmerzfrei. Und so ein Zeug mache ich dann halt morgens. Und das tut mir gut. Dadurch behaupte ich mal, ist auch meine Beuge besser geworden. Und weil ich halt auch einfach mehr beuge. Ja. Achso, oh, meine Haare sind geheim. Ja, ich muss jetzt ein Geheimnis aufbauen, die nächsten Videos, damit hier weitergeguckt wird, was darunter passiert. Das war's, würde ich sagen, mit dem Video. Besten Dank fürs Zusehen. Schönes Wochenende. Tschüssing.